Hey, buddy. It's Dad. It's Daddy. Happy birthday. Yeah, you having a good? Yeah, uh-huh. That sounds great. Did Mom let you pick the place? All right, buddy. Look, you tell your mama. No. Daddy's gotta go to work now. Okay, buddy? Yeah. I love you. All right, people. Let's get this done. President Volodin will never publicly acknowledge your role in his rescue. Hopefully his return to power will be thanks enough. If not, well, I'll buy you a round. In the meantime, Duka's people are pushing into Moscow. We're sending you in to support them. The crowd should draw most of the attention. I want your team to shadow the procession and make sure their way is clear. Once they're secure, we're going after Raven Rock's military head. General Bukharov is on site, coordinating final efforts. This will be a victory for the people of Russia. We're not here to save the country for them, but we'll sure as hell do what we can to make sure they win. Einsatzort Russland in Moskau, Missionsname Invisible Bureau. Missionsziele: Unterstützen Sie die Widerstandskräfte bei ihrem Vormarsch auf Moskau. Auf Moskau, nicht nach Moskau? A grenade launcher gives you firepower and versatility. High explosive, EMP, smoke. The more options you have, the more effective you're gonna be. Oh, jetzt geht's Noob-Tuben los. Moscow solid. So are those Bodark assholes. You'll need serious firepower for this one. Maybe a grenade launcher to go with it. So, das heißt, wir sollen an die Tarn-Granatenwerfer hinpacken, beziehungsweise der ist schon rangepackt, denke ich mal. Okay, aber ein bisschen Popelvisier dran, oder? Kann das sein? Ja, genau. Eigentlich wollte ich mal selber gucken. Rückstreuungsoptik. Rückstreuungsrundenoptik, die Wände auf kurze Distanz durchdringen kann. Ich würde mal sagen, ich nehme das taktische Visier mit. Granatenwaffe bleibt dran, Abzug ist wohl vollautomatisch. Magazin, was gibt's denn da Tolles? Natürlich gar nichts. Unterlauf ist der Granatenwaffe dran. Ich weiß nicht, soll ich einen Lauf? Soll ich da? Ja, okay, der Granatenwaffe macht ja eigentlich auch immer Sound. Deshalb würde ich mal die Zweitwaffe schallgedämpft mitnehmen. Wieder die Vektor vielleicht. Wieder in der Zusammenstellung von der letzten Mission. Jawohl, dann nehmen wir die so wieder mit. So, Sensor und MP-Granaten. Okay, MP-Granaten benutze ich groß gar nicht. Blend, Brand, Splitter, Rauch. Ich nehme mal Blend-Granaten mit. Hunter, Overlord. You're going to be doing a little Guardian Angel work down there. The more chaos that crowd creates, the better your shot at Bukharov will be. Stay out of sight, but make sure the crowd gets where it's going. Copy that. We need to get a good view on what's going down. Let's take position up on that roof. Shifting. Okay. Die Menge schützen. Hier geht's ja schon ordentlich zur Sache. Wir dürfen keinen Alarm auslösen. They're on our right. Okay, und warum hat die TAR jetzt plötzlich ein... Habe ich die TAR drin? Nee, habe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, warum hat die jetzt einen Schalldämpfer? Ah, das ist ja noch hier die Vektor. So, hier sieht es ja aus, als hier eine richtige Demonstration war. Beziehungsweise hier randaliert wurde. Sind es wieder alle drei mit dabei? Oh ja. Yeah. Das Ghost-Team ist wieder komplett. Das Jeans, das passt da irgendwie nicht rein. Das haben sie ein bisschen blöd platziert. Vor allem wirbt auch voll geil für Jeans, weil die Jeans auch voll hier... Also wenn ich auf das Bild schaue, schaue ich eher woanders hin. Als auf die Jeans.
Ja, und da rennen schon ein paar. Ach nee, das sind Zivilisten. Ja, ganz ruhig. Ja, flieg halt hin. So, oh, da steht schon ein Panzer. Der auch noch feindlich gesinnt ist. They've got the tank. They're straight ahead. Do not engage the tank. We're not equipped for it. We'll have to try to slip it. Jo, das würde ich auch vorziehen. Repositioning. Ja, vielleicht hier oben rum. Und irgendwo sehen die, glaub, Kameraden. Beziehungsweise Gegner. Ach, da hinten. Oh, und da oben auch. Two targets marked. Got a man in an MG. Holding for your shot. Holding for your shot. On your word. Careful. I've got a fixed gun set up. Fire. Oh, hat er es gleichzeitig mit meinem Angriff den abgeknallt? Okay. So, hier ist eine Minigun aufgestellt. Oh, da sind ja sogar zwei. Genau jetzt. So, bevor die entdecken, knallen wir einfach noch die ab. Na komm. Ich hätte das blöde Schild hier. Warum? Alter, warum hat er sich umgedreht? Warum hat sich der Panzer plötzlich umgedreht und warum? Hallo? Woher hat der mich jetzt schon wieder gesehen? Okay. Das ist ein bisschen komisch, dreht sich der Panzer einfach um. So, dann halt nochmal das Ganze von vorne, beziehungsweise ich denke mal, ich lasse mal die meisten Leute leben. So, jetzt wir stehen hier. Wow, warum hat er das bemerkt? Gibt es eine lautlose Eliminierung und die merken das trotzdem? Ich weiß nicht, die MG, die lasse ich glaube auch lieber am Leben. Nicht, dass die da unten das sehen. Deshalb probiere ich einfach mal vorbeizulaufen. Dreht euch nicht um. Nein, ich bin nicht da. Nein. So, die lassen wir auch da unten im Frieden. Geht's irgendwo rein? Nein. Eieiei. Chill doch mal eine Runde. You gotta be kidding me. Bad time for PT, sir. Can't be more than 15 flights.
Na dann. Eine Runde nach oben. Ich bin gespannt, was da alles passieren wird. Ich denke jetzt nicht, dass wir stumpf, ohne dass was passiert, hier 15 Stockwerke nach oben gehen. Oder vielleicht doch. Genau. Donkey Kong like. Hey, if you wanted to sit around all day, you should have joined the Air Force. Yeah, well, if I'd wanted to climb stairs all day, I would have joined the gym. Oh boy, man, I can't wait to come down all these steps again. So, okay, hier sieht's langsam sehr stabil aus, weil es hier noch im Bau ist. Das Gebäude ist noch nicht mal fertiggestellt. Im vierten Stock und wir sind schon auf der Baustelle. Eieieiei. Fünftes Stockwerk. Na toll, wie hat er gesagt? 15? Toll. Ach komm. Scheiß auf Camo. Rally on me. We'll go out together. Okay, hier können wir sogar einen Sniper einsammeln. Jetzt gehen wir aus dem Weg. Die sind alle im Weg. Dann macht ihr das mal. Hier steht der Projekt da vorne. Lauter Leute auf der Straße. Das ist schön, wenn ich da runterschieße und in eine Granate reinwerf. Die Frage, brauchen wir jetzt einen Sniper oder nicht? Ist der Sniper sogar runtergeflogen? Hier würde halt eins liegen. Ich würde mal sagen, ich nehme es einfach mal mit. Advised. President Velodin has arrived and joined the procession. Make sure nothing happens to him. What's the security situation? Chaotic. We saw several teams of infantry moving into buildings along the route. Scan them. See if you can pick up any targets. Run. So, Präsident kommt an. Oh. Okay, ich wollte eigentlich kurz noch vielleicht... Okay, es gibt nur das, aber da ist ja kein Schalldämpfer drauf. Das ist das Problem. Deshalb nehme ich das mal nicht mit. Sollen wir jetzt hier oben bleiben, oder? Habe ich eine Drohne dabei? Drone deployed. So, dann fliege ich mal darüber. Oh, hier ist wieder die tolle Jeans-Werbung. Okay, hier steht einer. Mit wem hat er geredet? Oh nein, hallo. Warum kommen die jetzt plötzlich da angerannt? Oh naja, jetzt natürlich vom anderen Gebäude. Sprich, ich hole jetzt einfach den Sniper. Drauf geschissen. Damit ich auch ein bisschen mithelfen kann. Na toll, hier sehe ich ja voll viel. Aber jetzt hier aus dem Weg. Ich sehe ja gar keinen. Oder sind die da in den Fenstern drin? Ah. Ziel da so blöd am oben auf dem Dach ist. Und jetzt wieder hier drüben.
Right, watch the right. They're in the building. Was rechts? Uiuiuiui. Hier ist doch einer. Oh, jetzt versteckt er sich aber ganz schön gut. What? Warum kommt das von da? Nein. So, jetzt kommt er raus. Der da drüben. Und da unten jetzt rum, okay. Target down. Da, aber da hinten war auch noch einer. I'm moving to cover. Ich hab dich doch gesehen. What? Genau. Irgendwie kaputt machen oder auch nicht. Alter, ich hab doch. Wieso? Nein, jetzt kommt er von der Seite auch noch. Ist doch unfair, ey. Könnt doch auch mal schießen. Hallo? Und noch den da drüben. Ach komm. Ja, jetzt kommt er wieder von der Seite her, wie unfair ist denn das? So, und jetzt endlich mal den da drüben. Hey, der rennt da an und rum. So, komm raus. Na, zwei Schüsse. Nicht schön. Overlord, route is secure. Overlord copies. Good work. We're closing in on Bucura. So, zu Bucuras HQ verrücken. Dann würde ich wieder meine Vector mitnehmen. Zur Sicherheit. Ich weiß nicht, ob ich den Sniper noch brauche. This, I mean, this is, well, it's amazing. This is a real moment in history we're witnessing here. I've just learned that deposed President Volodin has joined the procession. President Volodin himself has joined the march through the city. Incredible. We can see that his supporters have rallied around him and are staying close to him as a sort of shield, if you will, showing their total support of him. They seem willing to protect him at all costs, though so far there doesn't seem to be any need for the protection. Choppers inbound on your position. Copy that, Overlord. We don't want these guys trailing us. Secure the roof. Camo up. Na toll. Feindliche Elis. Das kann ich aber nicht gebrauchen. Heads up, here we go. Whoa, was war das jetzt? Watch it, they're moving! On the catwalk! I'll get you clear! Boah, jetzt geht's aber ab hier. Da sind nur die unsichtbaren Speckknacken. Ich bleib erstmal ein bisschen hier hinten. Nein, verdammt, hallo? Hey, wie schnell man da mal down geht. Brauche ich mal ein bisschen Hilfe? Das gibt's ja nicht. You're good, let's go. Contact, get ahead.
Und dann kommen sie immer von allen Seiten. Und die werfen auch toll mit den MP-Granaten, deshalb habe ich gerade gar keine Anzeigen mehr. So, wie sieht denn das aus? Ach, wir haben die Metallsicht. Granatwerfer auspacken. Wie tue ich da Granaten wechseln? Mal dahinter schießen. Nein, da brauchen wir ganz schön lang zum Nachladen. Ich muss sagen, gehen wir mal langsam ein bisschen nach vorne. Ja, wir können auch nicht ewig hier stehen bleiben. Hier durch das Gestänge durch. Oh, links ist sicher. So, wie schaut's aus? Und da oben. YouTube. Und da, aber no, das sind hier oben ein bisschen blöd. Wie sie alle da oben stehen. So, geht mal auf den hier. Kann ich den noch markieren? Gut. Nicht, dass sie von links in die Flanke fallen. Das wäre gar nicht nett. Schaut's aus, da oben. Komm ich natürlich nicht durch. Da hinten hockt auch noch einer. Oh, und es ist. Keine Ahnung, was das war. Na, da kann ich sogar durchschießen. Okay. Die Hälfte des Weges haben wir hinter uns und ich wette, da kommt wohl vielleicht nochmal eine Welle. Oh, da kommen ganz viele. So, kann ich hier hinschießen und... Hehehe. Der ist ganz schön aggressiv. Mal gucken, ob wir da eine Granate reingenudelt bekommen. Nein, verdammt! So, dankeschön. Hab ich jetzt eigentlich reinbekommen? Okay. War einfach wieder durch die Riegipswand, oder? Es gab schon Riegips. Das hat auch nicht die perfekte Deckung für die Kameraden. Aber hier kann ich sicherlich auch durchschießen. Der ist noch irgendwie hinter so einer Kiste oder so. Ja, muss er doch treffen. So, jetzt haben wir noch den Kollegen. Okay, das ist auch Geschichte. So, aber das war's.
Zweimal gestorben oder downgegangen, naja. Ist auch keine Glanzleistung.